Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal, das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Steinböcke, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Wie gewohnt decken wir sie gemeinsam auf. Die Eule können wir hier schon sehen. Die Weisheit ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Ich denke, Weisheit ist ein recht verbreiteter Begriff, ein aber auch recht allgemein zu deutender Begriff. Weise Entscheidungen hört man sehr oft. Eine weise Haltung, eine weise Meinung könnte man auch sagen. Weisheit hat nicht unbedingt immer etwas mit dem Wissen zu tun und auch nicht immer mit dem Richtig oder mit dem Falsch zu tun. Die Weisheit ist etwas, was man vielleicht im Laufe einer gewissen Zeit erst erreichen kann, was man aber definitiv auch unter einem gewissen Mindset, einer gewissen Einstellung erreichen kann. Weisheit, ganz breit gefächerter Begriff, kann natürlich noch überall hier eine Rolle spielen. Das möchte ich mir jetzt genauer anschauen. Eure erste Karte in diesem Reading ist die 3 der Stäbe. Die 3 der Stäbe ist eine Karte, die häufig auf die Zukunft bezogen werden kann. Es geht hier häufig um so etwas wie Hoffnung. Manchmal auch Zuversicht oder dem Optimismus kann man hier drin ebenso entdecken. Die 3 der Stäbe ist auch teilweise eine Karte, die auf eine Warteposition hindeutet. Ein Abwarten, ein Ruhen, ein Rasten kann man auch sagen. Meistens ist es etwas, was man absichtlich macht. Also hier wird man nicht ins Abseits gedrängt oder etwas derartiges, sondern man ist sich bewusst, dass eine bestimmte Situation eine gewisse Entwicklungszeit benötigt und ist deswegen auch im Prinzip guter Hoffnung abwartend. Eine Hoffnung, die man in sich bewahrt, Bezug nehmend auf die Zukunft, dass also etwas passiert, wenn man diesem etwas eine gewisse Zeit sozusagen gewährleistet. Das ist noch allgemein formuliert natürlich, aber häufig ist das die Grunddeutung einer 3 der Stäbe. Die möchte ich mich hier unten natürlich noch genauer anschauen. Die 3 der Kelche, die nächste Dreierkarte haben wir hier. Die 3 der Kelche ist sehr vielseitig zu deuten. Sie kann für eine Wiedervereinigung dargestellt sein, genauso wie eine Dreierkonstellation. Es könnte hier gut und gerne auch Anlässe zur Feierlichkeit oder zur Freude geben, so etwas wie Feste oder Feierlichkeiten, die bevorstehen. In den 3 der Kelche kann man auch einen Personenkreis oder eine Personengesellschaft entdecken. Es könnte also hier um mehrere Menschen gehen. Das kann der Familienkreis sein, der Freundeskreis, die Kollegschaft. Es kann in einem Verein sein, wo mehrere Menschen zugange sind. Das ist hier auch noch sehr individuell zu deuten. Die 3 der Stäbe neben den 3 der Kelchen im Trigger bedeutet häufig, dass man sich etwas erhofft von mehreren Menschen. Möglicherweise erhofft man sich aber auch direkt eine Wiedervereinigung hier zu einem gewissen Zeitpunkt erreichen zu können. Auch das ist etwas, was man hier kombinieren kann, aber was ich mir auch noch natürlich genauer anschauen muss. Die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche ist eine ebenso vielseitig zu deutende Karte wie die 3 der Kelche. Die 7 der Kelche kann Kopf gegen Herz Energie bedeuten. Verwirrung und Konfusion ist hier häufig eine Deutungsvariante, genauso wie aber auch, dass einem eine Vielzahl an Möglichkeiten, Alternativen oder Optionen in der präsenten Situation zur Verfügung stehen. Bei den 7 der Kelchen kann man auch manchmal von einer Träume-sind-Schäume-Energie sprechen. Ich glaube eher, dass es sich hier um eine gewisse Verwirrung oder Konfusion drehen und handeln kann. Aber gerade die Mitte wird mir darüber noch etwas mehr Details verraten können. Die 5 der Stäbe.
Die 5 der Stäbe ist eine Karte, die mit Chaos und Konflikt zu tun hat. Meinungsverschiedenheiten, manchmal sogar Gerangel oder Handgreiflichkeiten können hier drin dargestellt sein. In einem positiven Szenario kann man bei den 5 der Stäben auch vom Teamwork oder von dem Zusammenhalt sprechen. Die 5 der Stäbe ist hier auf die 3 der Kelche gespiegelt und es mag hier noch auf mehrere Szenarien hinauslaufen können. Ich habe hier auch noch keine einzige große Arkana, die mir das Gebiet etwas eingrenzen könnte, aber 3 Kelche und 5 Stäbe in der Spiegelung bedeuten möglicherweise Streitereien mit mehreren Menschen, Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten, nicht nur auf einen, sondern auf viele Menschen bezogen. Da ist man nicht einer Meinung innerhalb der Familie beispielsweise. Das sagt der Bruder etwas ganz was anderes als der Vater und die Mutter hat wieder eine ganz andere Meinung, genauso wie das Kind oder die Schwester oder die Oma. Es kann hier gut und gerne so eine gewisse Uneinigkeit in einem bestimmten Personenkreis dargestellt sein. Genauso wie man aber auch hier beispielsweise einer Wiedervereinigung nicht unbedingt mehr glücklich oder nicht unbedingt mehr zuversichtlich entgegensehend. Man sieht hier noch dieses Erwartende, man sieht die Zuversicht, man sieht dieses gute Hoffnungsein. Bezug nehmend beispielsweise einer Wiedervereinigung, das kann ich mir hier natürlich vorstellen, aber Verwirrung, Konfusion, vielleicht auch hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, die gewährleistet sind in der Gegenwart. Und mehr glaubt man, dass eine Wiedervereinigung hier nicht mehr stattfindet, weil man da nicht der gleichen Meinung ist, weil man da nicht auf der gleichen Wellenlänge sich befindet. All das, wie gesagt, sind hier noch Annahmen, denn ich brauche hier die Klärungen und die Spiegelungen definitiv, um etwas konkreter werden zu können. Und bedenkt bitte in einem allgemeinen Reading, dass natürlich hier auch nicht jeder Einzelne von euch mit exakt der gleichen Situation zu tun haben muss. Wir haben hier den Stern. Der Stern ist jetzt mal eine große Arkana, der definitiv auch für Heilung, für Klarheit und teilweise auch für Wunscherfüllung stehen kann. Der Stern ist auf die 3 der Stäbe gespiegelt und Hoffnung, Zuversicht, Optimismus, Heilung, Klarheit, Wunscherfüllung. Wenn man diese Begriffe kombiniert, dann erhofft man sich hier etwas Erfüllendes, etwas Wohltuendes oder etwas Genugtuendes in der Zukunft erarbeiten zu können oder dass eben etwas derartiges passiert, so eine Art Bergauf, so eine Art Erleichterung könnte es genauso sein. Mit dem Stern, vielleicht erwartet man ins Bild gesetzt zu werden, vielleicht erwartet man hier Klarheit zu erreichen. In dem Sinne, dass sich hier jemand beispielsweise rechtfertigt oder euch einweiht in bestimmte Geheimnisse oder Tacheles mit euch redet. Das kann ich mir genauso vorstellen, wie dass man hier mit genügend Hingabe, mit genügend Fleiß und Leidenschaft erwartet, seinem Ziel, das man sich selbst gesteckt hat, näher kommen zu können. Dabei müssen aber bestimmte andere Personen mitspielen. Wir sehen hier mehrere Menschen, wir sehen hier mehrere Menschen. Die beiden Karten sind aufeinander gespiegelt. Es kann hier gut und gerne eine gewisse Abhängigkeit von bestimmten anderen Menschen eine Rolle spielen, die dann gewährt werden muss, damit ihr eure Ziele erreichen könnt. All das sind beispielhafte Formulierungen, die ich hier in dieser ersten Reihe doch schon deutlich auf die Karten beziehen kann. Ich bin, wie gesagt, auf die Klärungen und auf die Spiegelungen sehr gespannt. Die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter ist eine sehr tückische Karte. Eine Karte, die auf Lug und Betrug hinweisen kann, auf Diebstahl, auf teilweise auch so etwas wie ein falsches Spielchen oder eine Maske aufhaben, kann man hier als Grunddeutung nennen. Lügen, Betrügen, teilweise sind das hier auch so etwas wie Hörensagen, kann man sagen, beziehungsweise auch so etwas wie Gerüchte, so etwas wie Falschaussagen, also ihr merkt es schon, das ist eine sehr trickreiche Energie. Mit der Weisheit hat das da eigentlich schon mal gar nichts zu tun, außer man ist konkret im Bilde, dass hier jemand beispielsweise nicht die Wahrheit sagt, dass hier jemand beispielsweise leere Versprechungen von sich gibt und man tut dann gut daran, nichts auf diese leeren Versprechungen zu geben. In dem Sinne kann so etwas natürlich mit der Weisheit zu tun haben, aber was dann dazu vor allem erforderlich ist, ist Klarheit, ist Durchblick, ist das Wissen darum, dass man auf jemandes Worte nicht unbedingt viel Wert legen sollte. Das ist ein weiteres Beispiel, was ich euch hier nennen kann, aber ich hoffe jetzt hier konkreter werden zu können. Das Ass der Stäbe.
Das Ass der Stäbe ist impulsive Energie, feurige Energie, hingebungsvolle Energie. Das Ass der Stäbe, wie jedes andere Ass auch, hat ein Neustartpotenzial in sich. Es heißt also, dass hier etwas Neues beginnen kann. Etwas kann hier angetrieben werden, initiiert werden oder entfacht werden, wenn man sich dazu durchringt. Manchmal ist beim Ass der Stäbe Mut erforderlich, etwas zu tun, was man bislang noch nicht getan hat, oder etwas zu tun, was man unter anderen Umständen nicht tun würde. Das Ass der Stäbe auf die 3 der Stäbe. Ich könnte mir vorstellen, dass hier jemand eine ganze Zeit lang abgewartet hat, bis etwas passiert. Und mit dem Ass der Stäbe könnte es gut und gerne dazu kommen, dass etwas passiert. Wie gesagt, Impulse. Teilweise könnten das hier auch so etwas wie Blitzentscheidungen sein oder Spontanaktionen sein. Man spricht manchmal auch von einer Art Nacht- und Nebelaktion. Es passiert dann aus heiterem Himmel. Es könnte hier eine ähnliche Energie wie beispielsweise im Turm dargestellt sein. Das kommt jetzt auf die Karte da unten und auf die Spiegelung noch an. Aber ich nehme an, da ich hier eben dieses Abwarten, dieses Positive dem, der Zukunft gegenüber eingestellt sein, das mit dem Ass der Stäbe darauf geklärt, gut und gerne das Warten ein Ende haben könnte. Aber auch da muss ich noch etwas mehr Informationen dafür sammeln. Die 3 der Kelche ist jetzt hier mit den 6 der Kelchen geklärt. Das ist eine Kombination in einem allgemeinen Tarot-Reading, die eigentlich sehr eindeutig ist, muss ich sagen, liebe Steinböcke, weil bei den 3 der Kelchen kann es sich dann hier gut und gerne um die Wiedervereinigung drehen und handeln. Dann, wenn man hier mit den 6 der Kelchen, und man spricht hier von einer Vergangenheitskarte, die auf eine schöne Zeit in der Zweisamkeit hinweist. Wir sehen hier 2 Menschen abgebildet, wir sehen hier Harmonie, wir sehen hier Fröhlichkeit, Aufrichtigkeit, Freundlichkeit, wir sehen hier Wohlwollen, die hier 2 Menschen sozusagen sich gegenseitig schon gezollt haben. 6 der Kelche bedeutet Vergangenheit. 6 Kelche auf 3 Kelche bedeutet, dass hier jemand aus der Vergangenheit wieder auf euch zukommen könnte. Oder man dreht sich das um und dann möchten viele von euch hier auf jemanden aus eurer Vergangenheit wieder zukommen. Das Ganze scheint mir hier eine impulsive Aktion zu sein. Etwas, was man vielleicht nicht zu oft zerdacht hat. Etwas, was man definitiv dann kurzerhand beschlossen haben könnte. Beispielsweise ist das jemand, den ihr seit über einem Jahr nicht mehr gesehen habt und ihr holt euer Handy raus und ihr schreibt diesen Menschen eine WhatsApp-Nachricht oder ihr ruft an oder ihr setzt euch gleich ins Auto und fahrt an dessen Tür und klopft erst einmal. Eine derartige Spontanaktion aus heiterem Himmel, könnte man sagen, könnte es hier zu einem Wiedersehen kommen zwischen 2 Menschen mindestens, vielleicht auch zwischen mehreren Menschen natürlich, die sich hier vielleicht schon lange nicht mehr gesehen haben. Das mag für manche etwas Spezielles sein, aber wie gesagt, 6 Kelche auf 3 Kelche oder 3 Kelche auf 6 Kelche wäre eigentlich eine sehr ähnliche Story. Das ist hier eine sehr eindeutige Angelegenheit, was hier potenziell stattfindet. In der Mitte des Readings auf die 7 der Kelche geklärt haben wir den Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter ist zunächst mal eine Hofkarte, in dem Fall im Luftzeichen. Zu den Hofkarten ist zu sagen, dass es relativ egal ist, ob jetzt hier Schwerter sind oder Kelche oder Stäbe oder Münzen. Die Charakteristik einer jeden Hofkarte ist entscheidend. Und diese Charakteristik, die kann man entweder auf sich selbst natürlich oder dann eben auf Bezugsmenschen im Resonanzfall zurückführen. Deswegen muss das hier nicht unbedingt ein Luftzeichen sein. Jedwedes Sternzeichen kann die Charakteristik eines beispielsweise des Ritters der Schwerter annehmen. Es ist nur wichtig, das auf entweder, wie gesagt, sich selbst oder auf bestimmte Bezugsmenschen beziehen zu können. Der Ritter der Schwerter ist der Brechstangen-Bernhard. Das ist jemand, der es eilig hat, jemand, der hetzen könnte, etwas vorurteilsvoll sein kann in manchen Situationen. Der Ritter der Stäbe ist jemand, der frei heraus sagt, was er denkt oder fühlt. Das ist jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Gerade was den kommunikativen Aspekt angeht, weil der Ritter der Schwerter auch eine klassische Kommunikationskarte ist, könnte es hier etwas rau zur Sache gehen. Man könnte hier von Kritiken sprechen, die ihr äußern könntet, die aber euch auch betreffen kann oder euch eben entgegengebracht wird. Es könnte hier um den Gegenwind gehen. Es könnte hier bei dem Ritter der Schwerter aber auch um so etwas wie Anschuldigungen gehen. Ich meine, da der Ritter der Schwerter hier mit den 6 der Kelchen triggert und ich hier auch die Konjunktion zu den 3 der Kelchen und hier die Konjunktion zu den 5 der Stäben habe, meine ich, dass man sich hier echauffieren könnte über etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Man könnte sich auf gut Deutsch gesagt
gegenüber jemanden sozusagen aufregen, was er oder sie da in der Vergangenheit getan hat. Man lässt hier die Vergangenheit nicht ruhen, das kann man hier deutlich entdecken, sondern man ist wahrscheinlich dann auch daran interessiert, dass man aufräumt mit der Vergangenheit, dass man sich hier absichtlich mit Themen auseinandersetzt, die definitiv dem einen oder anderen noch sehr zusetzen können. Aber Ritter der Schwerter auf 7 der Kelche bedeutet auch, man könnte es versuchen, kleinzureden. Man könnte es aber auch versuchen, komplett zu vergessen. Man könnte es verschweigen, man könnte es verschleiern, man könnte es schönreden. Man könnte es aber auch ansprechen. Man könnte es aus der Welt schaffen. Man könnte es aber auch irgendwo als den Elefanten im Raum schlichtweg erst einmal dalassen, bis irgendjemand das Thema anspricht. Man hat hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man kommunikativer Art und Weise im zwischenmenschlichen Sinne fortan weitermacht. Ich glaube aber tatsächlich, dass eine Auseinandersetzung hier nicht unbedingt aus dem Weg gegangen werden kann. Ich glaube, man kommt hier nicht drum rum, ein Thema aus der Vergangenheit noch einmal hochzuholen. Das Ass der Münzen. Eine Möglichkeit nimmt man hier definitiv wahr. Wir haben hier, wie gesagt, mit den 7 der Kelchen haben wir eine Vielzahl an Möglichkeiten, die einem hier zur Verfügung stehen. Mit dem Ass der Münzen handelt es sich um Chancen, Gelegenheiten, Möglichkeiten und Alternativen. Das Ass der Münzen, wir haben jetzt hier das zweite Ass in dieser Legung. Das heißt auf Deutsch, hier könnte etwas Neues starten. Hier könnte es anders ablaufen fortan, als es bislang abgelaufen ist. Und ich könnte mir ein Szenario hier vorstellen, beziehungsweise ein Ereignis vorstellen, was ein Wiederaufeinanderzukommen von zwei Menschen betreffen kann, was ein sich vielleicht scheinbar zufälliges über den Weg laufen bedeuten kann zwischen Menschen, die sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Also es scheint hier etwas aus der Vergangenheit wieder hochgeholt zu werden, was im zwischenmenschlichen Sinne wahrscheinlich zu den ein oder anderen Frustrationen, Meinungsverschiedenheiten oder Streitereien geführt hat. Ass der Münzen auf die 6 der Kelche in der Spiegelung bedeutet, dass hier jemand aus der Vergangenheit, oder es könnte natürlich auch ihr sein, dann betrifft es jemanden aus der Vergangenheit, dass man hier eine Gelegenheit nutzen möchte. Man ist sich womöglich darüber bewusst, dass man stets die Wahl hat, melde ich mich wieder bei jemanden, statte ich jemanden einen Besuch ab, möchte ich ein Thema behandeln, welches noch ungeklärt ist, welches noch nicht geheilt ist, welches noch nicht vom Tisch ist, oder lasse ich es sein, schiebe ich es vor mir hin, versuche ich damit klarzukommen, auch ohne dass man das bereinigt. Wie gesagt, man hat hier viele Möglichkeiten, man entscheidet sich hier potenziell eine bestimmte Gelegenheit zu nutzen, man könnte sagen, man hat hier nach einer Chance gesucht oder man hat hier auf den richtigen Moment gewartet, bis man etwas ganz Bestimmtes anspricht. Möglicherweise so etwas wie den Elefanten im Raum, den ich schon vorhin jetzt zur Sprache gebracht habe. Der Elefant im Raum ist eine Metapher dafür, dass es ein Thema ist, welches nicht leicht zu behandeln ist. Das ist etwas. Nehmen wir zwei Menschen, die sich kennengelernt haben. Und diese beiden Menschen sind in festen Händen. Der eine ist zusammen mit einer und die eine ist zusammen mit jemand anderes. Und diese beiden Menschen, obwohl sie in festen Händen sind, haben sich geküsst, beispielsweise jetzt formuliert. Diese beiden Menschen, die laufen sich ein, zwei, drei Tage später nach diesem Kuss wieder über den Weg und halten Smalltalk, unterhalten sich über das Wetter, unterhalten sich über die Arbeit. Aber der Elefant im Raum ist der Kuss, den die beiden sozusagen erlebt haben ein paar Tage davor. Das ist sowas wie der Elefant im Raum. Ich hoffe, ihr wisst, was ich euch damit ausdrücken möchte, weil natürlich war das jetzt mit einem Kuss zwischen zwei Menschen lediglich ein Beispiel. Aber es ist ein Thema, von dem beide in dem Sinne wissen, das gehört diskutiert. Da muss man drüber reden, weil das kann man nicht einfach so kleinreden. Man kann es nicht ungeschehen machen. Man kann definitiv das auch nicht einfach so hinnehmen oder unkommentiert lassen. Ich glaube, dass das hier nicht mehr lange so weitergeht. Das ist der Tod. Der Tod spricht von Veränderung und von Transformation. Es ist Vergänglichkeit in manchen Situationen hier auch zu nennen, aber generell ist das eine Veränderung, die hier stattfindet. Ich glaube, dass hier mit dem Ass der Stäbe in der Spiegelung und mit dem Ass der Münzen im Trigger, zweimal Ass bedeutet wie gesagt auch Neustart, ich glaube, dass hier etwas anders ablaufen soll als in der letzten Zeit. Und die letzte Zeit ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Es kommt ganz darauf an, wie lange dieser Elefant im Raum
hier schon existiert, ob das ein Thema ist, was vielleicht in eurer Kindheit stattgefunden hat und mit dem man sich mit den Eltern beispielsweise immer noch nicht auseinandergesetzt hat. Das kann ich mir natürlich von ganz, ganz schlimmen Themen bis eigentlich gar nicht so schlimmen Themen vorstellen, dass man hier aus einer Mücke einen Elefanten macht. Dieses Sprichwort kann man hier natürlich auch für manche von euch anwenden, aber ich glaube, es ist etwas, was einem auf dem Herzen liegt. Es ist etwas, was besprochen und diskutiert werden sollte. Aber mindestens eine der beteiligten Personen hat sich von einer Diskussion bislang stets gescheut. Es ist definitiv nicht der Ritter der Schwerter, weil dieser Mensch, der ist häufig auf Konfrontationskurs, gerade was Kommunikation angeht. Das ist jemand, der Dinge anspricht. Das ist jemand, der den Finger auch dahin legt, wo es weh tut. Der Tod auf den Stern, das ist etwas sehr, sehr Interessantes, denn es muss sich hier potenziell etwas verändern, damit ein glücklicher, ein zufriedener oder ein wohltuender Zustand erst einmal gewährleistet werden kann. Und das ist hier potenziell etwas sehr Schwieriges, weil es direkt mit der persönlichen Situation natürlich dann auch identifiziert werden muss. Ich weiß nicht genau, was hier in der Vergangenheit vorgefallen ist. Ich habe hier nur die Annahme, weil wegen hier einer Wiedervereinigung, einem Wieder über den Weg laufen, dass etwas in der Vergangenheit Passiertes diskutiert werden muss oder ausdiskutiert werden muss. Ich habe aber keinerlei Einblicke, was genau da in der Vergangenheit passiert ist. Es kann sehr vieles sein. Aber damit man hier wieder auf einen gemeinsamen Zweig oder einen gemeinsamen Nenner kommen kann, muss sich hier einiges verändern. Es muss für Klarheit gesorgt werden, genauso wie es hier wahrscheinlich notwendig ist, für jemanden sich zu entschuldigen. Das kann ich mir ebenso vorstellen. Aber so weiterzumachen wie bisher, es so weiterlaufen zu lassen wie bisher, scheint mir hier eine Option zu sein, von der man eine Zeit lang Gebrauch gemacht hat, aber jetzt hier potenziell keinen Gebrauch mehr machen kann oder möchte. Der Stern ist hier eine Karte, die sich wiederholt. Ich habe es euch gerade schon erklärt. Heilung, Klarheit und so etwas wie Wunscherfüllung. Das sind die Grunddeutungen des Sternes. Im Outcome, wenn dieser Stern sich befindet, geht es hier bergauf. Es ist hier definitiv ein sehr positives Indiz dafür, dass es sich zum Guten entwickelt, diese Situation. Aber gerade mit der Kombination 7 der Schwerter und Stern ist es hier wahrscheinlich eine Notwendigkeit, dass jemand beispielsweise eine Lüge zugibt, dass jemand beispielsweise sich rechtfertigt bezüglich etwas, was er oder sie fälschlicherweise getan hat. Diese Maske aufzuhaben und sich dann auch dieser Maske zu entledigen, sich ehrlich und authentisch und offen zu präsentieren. Auch das mag hier eine Möglichkeit sein, die eine Art Must-have ist. Es könnte dieser Elefant im Raum auf viele verschiedene Arten und Weisen hier dargestellt sein. Aber dass man hier ein falsches Spielchen aufdeckt, dass man sich gegenüber einer böswilligen oder arglistigen Aktion entschuldigt, Licht ins Dunkel bringt, das Ganze versucht zu heilen oder richtig zu stellen, vielleicht auch gerade zu biegen. All das ist diese Kombination hier. Etwas Negatives soll ins Positive verrückt werden. So ist die Kurzform davon. Aber was genau das ist, kommt hier wahrscheinlich primär auf eure Vergangenheit an. Und die ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen. Die Liebenden. Die Liebenden ist natürlich eine zwischenmenschliche Karte, die jetzt nicht unbedingt bedeuten muss, dass ihr es hier mit eurem Ex-Freund oder eurer Ex-Freundin zu tun haben müsst, aber mit einem Menschen, der definitiv, und ich wiederhole mich hier, in eurer Vergangenheit schon mal eine größere und tragendere Rolle gespielt hat, als er oder sie es in der letzten Zeit und wahrscheinlich auch in der Gegenwart macht. Liebenden auf Ass der Stäbe bedeutet, man will hier nicht mehr ohne einander. Man fühlt oder man empfindet eine Art Drang, eine Art Zwang. Man könnte auch von einer magnetischen Anziehung sprechen, die einer hier dem anderen gegenüber empfindet. Man will nicht wirklich ohne jemanden, aber so richtig mit kann man hier vielleicht auch nicht. Und dafür muss es sozusagen einige Sachen vom Tisch gebracht werden. Einiges muss hier geklärt werden. Der Elefant im Raum, der steht zwischen euch und einem ganz bestimmten Menschen. So kann ich das Ganze vielleicht auch etwas bildlich formulieren. Was hier die Hoffnung und die Zuversicht betrifft, ich glaube, hier hat einer auf den anderen gewartet,
bis er oder sie womöglich ein Einsehen haben kann. Eventuell hat hier jemand missgebaut in der Vergangenheit und der Leidtragende oder die Leidtragende davon wart ihr. Nehmen wir das mal als Ausgangsposition. Ihr habt dann gehofft, dass euer Gegenüber irgendwann einsieht, dass er oder sie sich da daneben benommen hat. Wenn diese Einsicht gewährleistet ist, soll dann natürlich auch eine Entschuldigung oder eine Rechtfertigung folgen. Und wenn eine Entschuldigung oder Rechtfertigung folgte, quasi der Elefant im Raum angesprochen und damit dann auch aus dem Weg geschafft wurde, dann kann man hier wieder gut und gerne die Beziehung führen, die Partnerschaft führen, die Freundschaft führen, das harmonische Familienverhältnis aufrechterhalten. Dann kann es weitergehen sozusagen. Aber bevor das nicht gewährleistet ist, hat man sich hier nicht nur auf der Ersatzbank befunden, man hat dem Ganzen nicht nur eine gewisse Entwicklungszeit gegeben. Ich glaube, hier herrschte auch eine gewisse Abstinenz oder eine gewisse Distanzierung zwischen zwei Menschen, die unter anderen Umständen nicht hätte sein müssen. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen, liebe Steinböcke. Da scheint mir doch dieser Mensch dargestellt zu sein. Der König der Stäbe ist eine Hofkarte im Feuerzeichen. Ich habe es euch hier auch schon erklärt, es ist hier nicht unbedingt wichtig, ob Feuer, Wasser, Luft oder Erdenergie, sondern die Charakteristik ist entscheidend. Das ist jemand, wenn ihm oder ihr etwas vorgeworfen wird, dieser Mensch ist dann sehr schnell beleidigt. Dieser Mensch könnte euch auch direkt den Rücken kehren, wenn ihr ihm oder ihr etwas direkt sagt, und dieser Mensch könnte sich dann aus dem Staub machen, kommentarlos von dannen ziehen. Das ist jemand, der schnell eingeschnappt sein könnte. Das ist jemand, der vielleicht auch ein bisschen arrogant sein kann. Jemand, der sehr von sich selbst überzeugt ist. König der Stäbe ist relativ schwierig einzuschätzen, weil dieser Mensch recht facettenreich sein kann, temperamentvoll sein kann. Das kann ein Mensch sein, der ist im einen Moment wohlwollend. Und wenn ein ganz bestimmtes Wort fällt oder wenn etwas ganz bestimmtes kommuniziert ist, kann dieser Mensch sich aber ganz, ganz schnell verändern. Von einem Menschen, der von 0 auf 180 gehen kann, einer, der komplett ruhig ist und im nächsten Moment fliegen irgendwelche Gegenstände durch den Raum. Das ist so jemand Impulsives, manchmal auch etwas Ungezügeltes. Und ich glaube, dass hier mit den 6 Kelchen und den 3 Kelchen ein solcher jemand in eurer Vergangenheit schon eine ganz tragende Rolle gespielt haben kann. So etwas wie jemand, mit dem ihr lange Zeit gut befreundet wart, vielleicht eine Art Ex-Arbeitskollege, vielleicht natürlich auch Ex-Freund oder Ex-Freundin, kann genauso sein, genauso wie es hier ein Familienmitglied sein kann. Aber ein schwieriger Mensch, der scheint mir hier aus eurer Vergangenheit natürlich dann zurückzukommen. Ihr könntet euch hier, wie gesagt, auch schon vorhin zufällig über den Weg laufen. Natürlich nicht zufällig, weil es das nicht gibt, aber ich denke, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Die 7 der Münzen. Es ist hier sehr naheliegend, dass man jemanden hier Zeit gewährleistet hat. Und ich glaube, das ist auch diese Weisheit, die hier versteckt ist. Die Weisheit, die Hauptenergie. Ich glaube, ich sehe die hier an vielen Ecken und Kanten. Die Weisheit hat hier etwas damit zu tun, mit dem Wissen, wie geht man mit einem ganz bestimmten Menschen, wie ich ihn euch gerade versucht habe zu erklären, um. Wie handhabt man das Ganze? Eure Menschenkenntnis könnte hier eine Rolle spielen, genauso wie natürlich auch eure, ja, wie eng ihr euch steht, eine Rolle spielen kann, wie gut ihr euch kennt, seit wann ihr euch kennt, wie viel ihr schon miteinander übereinander geredet habt. Das sind alles natürlich, das ist Wissen zunächst einmal, aber wie man auf Basis dieses Wissens mit der Situation umgeht, ist die Weisheit. Und ich glaube, da ist eine Handhabung gefragt, die, glaube ich, nur ihr wissen könnt, liebe Steinböcke. Ich glaube, dass viele von euch hier drin dargestellt sind, in diesem Ritter der Schwerter. Und ich glaube, dass hier mit diesen 7 der Münzen auf den Ritter der Schwerter viele von euch wussten, dass Zeit vergehen muss. Ich glaube, viele von euch wussten, dieser Mensch braucht Zeit oder ich brauche Zeit. Wir beide brauchen Zeit, um irgendwie übereinander erst einmal nachzudenken, um das ganze Revue passieren zu lassen. Das kann man übrigens hier drin entdecken. Ich glaube, dass viele von euch wussten, zu einem damaligen Zeitpunkt, als der Streit entfacht wurde, als das Chaos sozusagen erst einmal entstanden ist, wussten viele von euch, man braucht jetzt nicht sofort hingehen und versuchen, das Chaos zu bereinigen. Ich glaube, nach einem Streit, dass sich hier dann jemand entschuldigt, wäre das falsche Vorgehen gewesen. Ich glaube, ihr sowohl auch euer Gegenüber habt Zeit benötigt, um das Ganze erst einmal wirklich sacken lassen zu können, verarbeiten zu können, Revue passieren lassen zu können. Ich glaube, da spielte die Weisheit auch schon eine Rolle.
Rolle. Und diese Zeit, die hier verstreichen musste, die können wir hier und hier sehr deutlich entdecken, weil die 7 der Münzen eine ganz klassische Gedulds- und Zeitkarte ist. Man spricht hier vom Abwarten und Tee trinken. Man spricht hier von diesem kommt Zeit, kommt Rat. Ich glaube, dass hier dieses Abwarten und Tee trinken, wie ich es gerade genannt habe, mit dem Assen hier und auch mit der Veränderung hier hinten, so langsam aber sicher zu Ende geht und man jetzt mehr und mehr wieder sozusagen den Zugang zueinander finden möchte oder finden kann, je nachdem, ob das hier aktiv oder passiv von euch aus empfunden wird. Die 9 der Stäbe, das ist dann meistens natürlich dann auch der Hauptgrund, warum man jemanden oder einer ganz bestimmten Angelegenheit Zeit gewährleistet, um heilen zu können beispielsweise, wo man sich regenerieren muss, wo man erst einmal wirklich verstehen muss, was wurde jetzt da gerade eigentlich gesagt oder getan. Die 9 der Stäbe ist eine ganz klassische Vergangenheitskarte. Sie deutet auf ein Trauma hin, sie deutet möglicherweise aber auch auf ein Ereignis hin, welches verletzend war, welches definitiv niederschmetternd gewesen sein könnte. Das ist hier etwas, was man verarbeiten muss oder verarbeiten möchte. Und ich glaube, hier ist beides dargestellt. Mit der Konjunktion zum Ritter der Schwerter, mit der weiteren Konjunktion zu den 3 der Kelchen haben hier mindestens 2 Menschen, vielleicht sogar mehr, unter einem Thema bislang gelitten, welches unausgesprochen blieb. Der klassische Elefant im Raum. Und ich glaube, dass das hier mit den 9 der Stäben auf das Ass der Münzen und mit den 9 der Stäben auf die 5 der Stäbe, dass das hier sozusagen einem gewissen Zeitpunkt unterliegt, der beste Zeitpunkt ist oder der einzige Zeitpunkt vielleicht sogar ist, um dieses Thema aus der Welt schaffen zu können. Ich glaube, dass man hier eine lange Zeit einen Bogen um diesen Elefanten im Raum gemacht hat und jetzt ist dieser Elefant im Raum so groß geworden, so dass man nicht mehr an ihm vorbeikommt. Und ich hoffe, ihr könnt mit dieser Metapher weiterhin etwas anfangen. Fünfte Kelche, das ist eine klassische weitere Vergangenheitskarte. Hier mit den 9 der Stäben natürlich dann auch hier mit den 6 der Kelchen. Ich habe hier viele Vergangenheitskarten und ich glaube auch, dass eine bedeutsame Situation in der Vergangenheit stattfand. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch gar nicht so lange her ist für den einen oder anderen von euch. Die 5 der Kelche bedeuten häufig auch so etwas wie Trauer, so etwas wie Reue, so etwas wie Sehnsucht. Ich glaube, dass man hier vielleicht auch die Zwischenmenschlichkeit während dieser Distanzierung vermissen könnte. Das kann ich mir gut und gerne vorstellen, aber ich glaube auch, dass hier gerade die Enttäuschung von jemanden oder über jemanden sehr, sehr groß ist. Und ich glaube, dass man diesen Menschen nicht missen möchte. Ich glaube, dass man diesen Menschen nicht aus seinem Gedächtnis löschen möchte. Ich glaube aber, dass eine bestimmte Zeit lang dieser Mensch schlichtweg jemand war, den man gemieden hat. Und ich könnte mir das auch vice versa vorstellen, nämlich dass ihr gemieden wurdet von einem ganz bestimmten Menschen. Sprich, 2 Menschen, die sind sich hier aus dem Weg gegangen. Aus bestimmten Gründen, und ich glaube auch aus bestimmten Gründen, kann man sich hier nicht länger aus dem Weg gehen. 5 der Kelche auf den Tod. Es bedeutet, dass sich hier, was diese Trauer, was diese Frustration, was diese Reue oder vielleicht auch diese Sehnsucht angeht, eine bestimmte Veränderung auf euch wartet. Ich glaube, dass hier vieles in die Heilung gebracht werden soll und ich glaube, dass hier auch vieles klargestellt werden muss. Man strebt hier an, dass man dieses aus dem Weg gehen, dass man dieses nicht miteinander reden und nicht miteinander sprechen, was man in der Vergangenheit praktiziert hat, nicht mehr länger in der Zukunft praktizieren möchte. Und ich glaube auch, dass viele von euch und von euren Bezugsmenschen hier dies irgendwie fühlen können, dies irgendwie erahnen können. Ich glaube, dass viele von euch, wenn sie sich jetzt hier wieder über den Weg laufen, scheinbar zufällig, natürlich ist das weiterhin beispielhaft zu behandeln, merken, man kann jetzt nicht mehr dieses Thema totschweigen. Man kommt jetzt nicht mehr darum rum, dass man das hier sozusagen noch einmal neu aufrollt, noch einmal gründlich durchleuchtet sozusagen. Eventuell ist es eine Sehnsucht, eventuell ist es das schlechte Gewissen, das kann hier übrigens auch dargestellt sein. Definitiv gibt es hier einen Anlass dazu, nicht mehr sich so zu verhalten, wie man es bislang getan hat. Ich glaube, dass hier auch mit den 8 der Kelchen eine Situation verlassen werden soll, die fast schon danach schreit, verlassen zu werden. Man spricht hier bei diesen 8 der Kelchen manchmal auch von nach den Sternen greifen. Es ist ja sehr passend, weil ich hier den Stern auch weiterhin im Outcome habe. Und ich glaube, dass man hier eine Chance wahrnehmen möchte, wenn es vielleicht auch gar nicht die erste Chance ist, die man hier wahrnehmen hätte können. Ich glaube, es gab bereits mehrere Gelegenheiten für euch beide, den Elefant im Raum anzusprechen und ihn aus dem Weg zu schaffen. Ich glaube aber, dass
keine dieser Gelegenheiten bislang genutzt wurde. Und man möchte hier diese Gelegenheiten nicht weiterhin ungenutzt lassen. Man möchte das Potenzial ausschöpfen, was man definitiv empfinden kann, dieser Situation bezogen. Aber das hier, die Sieben der Schwerter, es ist hier absolut notwendig, dass hier auf jeden Fall jemand einen Fehler zugibt, weil hier hat jemand Fehler gemacht. Und hier war jemand nicht ehrlich, hier war jemand nicht aufrichtig, hier hat jemand vielleicht sogar arglistig gehandelt. Ich kann mir so vieles vorstellen, aber gerade die Sieben der Schwerter, das ist definitiv, was den zwischenmenschlichen Sinne angeht, nicht unbedingt das Beste aller Vorgänge. Ich glaube, dass mit den Acht der Kelchen und den Sieben der Schwertern sich hier jemand verändert haben muss, damit es auch weiterhin in Zukunft harmonisch ablaufen kann. Aber ob man dem Ganzen hier trauen kann, ob sich dann hier wirklich jemand geändert hat, ob man jetzt hier auch wirklich den Elefanten im Raum ansprechen und dann aus dem Weg räumen kann. Ich glaube, ihr habt euch hier bislang sehr weise verhalten, liebe Steinböcke. Und ich glaube auch, dass diese Weisheit auch bei eurem Urteil oder bei eurer Entscheidung, die jetzt hier mit Sicherheit noch folgen wird, dass die euch auch hier unterstützen und eine Hilfe sein kann. Ich möchte mir das jetzt natürlich genauer anschauen. Ich möchte mir die Karten hier, aber ich möchte generell über die ganze Situation noch mehr in Erfahrung bringen und natürlich dann auch potenzielle Prognosen anstellen, wie das Ganze weitergeht. Liebe Steinböcke, solltet ihr euch in einer derartigen Situation befinden, könnt ihr etwas mit diesen Energien anfangen? Ist das euch hier nicht fremd, was hier drin dargestellt ist, oder kurz gesagt, resoniert das Reading für euch? Dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Videobeschreibung unterhalb von diesem Video gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Es ist natürlich nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich freuen unter diesem Video, wenn es euch gefallen hat, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen. Ihr habt nichts Negatives daraus zu befürchten, natürlich. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch, liebe Steinböcke, einen schönen April. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.